Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich ganz herzlich am Dienstag, den 6. Oktober 2020, zu deinem Engelorakel des Tages. Das Channeling für den Monat Oktober übrigens hat Erzengel Raphael gemacht. Er begleitet uns sehr stark in diesem Monat mal insgesamt. Das bedeutet, dass seine Heilkraft, sein smaragdgrünes Licht ganz, ganz stark um uns herum ist, wir seine Energie jeden Tag besonders wahrnehmen können in diesem Monat. Das heißt, wenn du Heilung brauchst, wenn du der Heilung Bedarf in diese Richtung hast, verbinde dich mit Erzengel Raphael. Ich habe dazu übrigens auf meiner Website eine ganz, ganz tolle Heilmeditation zum Download. Geh dazu einfach auf udo-golfmann.de, Meditation zum Download, und da findest du Erzengel Raphaels Heilmeditation für in diesem Monat. Ideal, sichere sie dir. Und jetzt gucken wir mal, was die Engel uns für heute zu sagen haben. Wollen wir mal schauen, was die Engel uns heute über die Lenormand-Karten der goldenen Zeit und mein Kraft der Engel-Orakel mitteilen möchten. Dann wollen wir mal schauen. Da haben wir das Kind, den Schlüssel und die Fische. In der Grundkonstellation würde das heißen, ein Neubeginn, der mit Sicherheit kommt, das finanzielle oder das Geldthema betreffend. Hier kommt Bewegung rein. Ich bekomme aber hierzu gerade dieser Neubeginn, bedeutet, dass heute eine Grundlage geschaffen wird, die uns wieder zu mehr Stabilität und Sicherheit verhelfen soll und Bewegung reinbringt. Die Engel weisen dich mit diesen Karten also darauf hin, dass es ganz wichtig ist, in deinen Selbstwert und in deine Selbstsicherheit zu kommen und daraus zu handeln. Lass dir von außen nicht erzählen, was du zu tun, zu machen oder zu lassen hast. Das ist ganz, ganz wichtig, sondern höre auf deine innere Stimme, auf deine Intuition. Sei mal wieder Kind. Schau mal, wie Kinder vorangehen. Kinder denken nicht viel nach, sondern sind verbunden mit dem Göttlichen und ihrer inneren Stimme, ihrer Intuition. Wenn sie auf etwas Lust haben und Spaß an etwas haben, dann tun sie es einfach. Und das gibt dir Stabilität und Sicherheit. Kinder lesen auch keine Zeitung oder gucken sich bestimmt keine Tagesschau oder andere Nachrichten im Fernsehen an, sondern sie leben im Hier und Jetzt und handeln aus dieser Intuition heraus. Und das solltest du auch tun. Mach mal eine TV-Diät. Das heißt, höre mal auf, Fernsehen zu schauen und verbinde dich wirklich mit den Engeln. Sei dir bewusst, dass wir im Fernsehen sowieso nur sehr wenig Wahrheitsgehalt präsentiert bekommen und im Prinzip da immer ein bisschen schauen müssen, was ist wirklich wahr, was nicht. Der Wahrheitsgehalt ist im Prinzip gering, das sagen die Engel mir schon seit vielen Jahren. Und da sollten wir halt genau hinschauen, was Sache ist. Der Spiegel weist dich darauf hin, dass alles im Außen immer der Spiegel deines Inneren ist. Wow. Dann fragen mich natürlich viele Menschen, da passiert gerade draußen so viel in der Welt, was ist der Spiegel? Was ist das Prinzip, was wir haben? Natürlich, das, was zum Beispiel in einem ganzen Land geschieht, was in einem ganzen Land passiert, ist immer der Spiegel der Menschen, die in diesem Land leben. Dessen sollten wir uns ganz bewusst sein. Was können wir also tun, wenn wir im Außen etwas verändern wollen? Ja, genau. Einfach uns selbst verändern. Wieder gucken, wie können wir in die Leichtigkeit kommen? Guck mal. Und die Karte das Haustier weist hier darauf hin, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du wieder mehr in die Leichtigkeit deines Seins hineinkommst. Passt natürlich sehr gut mit der Karte dem Kind hier zusammen, wie du siehst, einfach diese kindliche Leichtigkeit, die kindliche Naivität in positiver Hinsicht wieder zu leben und zuzulassen in deinem Leben. Einfach du selbst zu sein und dich nicht steuern zu lassen. Das ist ganz wichtig. Die Karte Studium weist an dieser Stelle darauf hin, ziehe deine Informationen und streue sie breit oder gehe in breit gestreute Informationen. Gucke, wo kriege ich meine Informationen, mein Wissen her? Und mache dir bewusst, Wissen ist keine Bringschuld. Kein Fernsehprogramm, keine Zeitung, niemand ist verpflichtet, dir das Wissen zu bringen. Sondern du bist in der Eigenverantwortung. Beginne dir das Wissen zu holen und aus dem Wissen heraus zu handeln. Dann veränderst du die Welt. Mache dir dein Leben leichter, fange an, im Inneren die Liebe und den Frieden zu verankern. Und wir werden eine Welt des Friedens und der Liebe haben. So einfach funktioniert das Ganze. Und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Erzengel Raphael schickt uns heute die Karte: Konsultiere einen Ernährungsberater.
Interessante Karte, oder? Ernährung ist eine hochindividuelle Angelegenheit. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Jeder Körper hat andere Bedürfnisse. Genauso viele Menschen, wie es gibt, genauso viele Arten und Weisen der richtigen Ernährung gibt es. Also, es ist nicht wichtig, dass du deine Ernährung anderen Menschen mitteilst, sondern schaue heute, was kann ich für mich tun? Gerne können wir das natürlich auch in einem persönlichen Beratungsgespräch für dich heute ermitteln. Welche Ernährungsweise für dich die richtige ist. Allerdings wollen wir doch mal als erstes dafür beten, dass du die richtige Ernährungsweise für dich und für dein Leben findest. Und das ist das erste Gebet des heutigen Morgens. Und wenn du das Gebet wie gehört unterstützen möchtest, das kennst du, dreimal Amen 777 in die Kommentare. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, ich übergebe dir meine Ernährung und bitte dich, mich zu Nahrungsmitteln und Getränken zu führen, die gut schmecken, sättigen und für meine perfekte Gesundheit und mein optimales Gewicht sorgen. Amen. Sehr starke Energie in diesem Gebet. Ne? Also du merkst, das optimale Gewicht ist natürlich auch so eine Sache. Aber dafür habe ich ein tolles Programm übrigens bei meinen Meditationen. Schau mal, Meditation zum Download. Abnehmen ohne Diät ist eine tolle Meditation, die führt dich auch dahin, dass du leichter abnehmen kannst. Bewacht und beschützt ist die Karte, die uns heute der Erzengel Michael schickt. Und er sagt uns damit, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir werden ohnehin beschützt. Das Einzige, was wir tun sollten, ist unsere Herzen zu öffnen und im Vertrauen in Gott und die himmlischen Wesen zu bleiben. Dafür beten wir. Danke, lieber Gott und Erzengel Michael, dass ihr meine Angehörigen und mich beschützt, dafür sorgt, dass wir in Sicherheit sind und alle unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Ich nehme jetzt eure Hilfe dankbar an, in dem Wissen, dass es für mich und alle anderen das Richtige ist, himmlische Hilfe zu akzeptieren. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Weg bewachen und führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe und bis heute Abend, Udo Golfmann. Tschüss.